Ja, moin Leute, willkommen zurück zum fünften Teil von New and Tasty, meiner Let's Play-Reihe. Wir sind jetzt in Skrabania angekommen. Hier gibt es keine Mudokons zu befreien, also keine Geheimgänge, die man irgendwie krampfhaft suchen müsste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir legen direkt los. Wir laufen jetzt erstmal fleißig nach links. Springen über die Minen, stoppen hier kurz, springen hier hoch, ziehen sofort an dem Hebel, damit der Slick drauf geht. Können hier wieder Super Mario Style mäßig hinten reinspringen, aktivieren dadurch die neue Röhre, die hier im Vordergrund zu sehen ist, und springen wieder zurück. Und zurückspringen. Ne, stopp, wir müssen ja hier über die Minen. Springen hier rein und kommen im Hintergrund wieder an. Können schanden, damit wir uns den ersten Slick krallen können. Sobald wir den haben, müssen wir echt aufpassen, dass wir ihn hier nicht, dass wir hier langsam runter, uns runterfallen lassen, damit wir nicht über diese Brücke fallen. Dann können wir den ja wegrotzen. Achso, stopp. Nicht selbst zerstören, sondern hier in die Minen laufen, weil die sind sonst im Weg. Dann springen wir zurück in die Röhre. Klettern hier hoch, aktivieren die Glocke, die da oben ist, und dadurch kommt unser Freund, das Elum, wieder. Ich hab's mir diesmal gemerkt. Geil, wa? So, und da ist er auch schon. Dann können wir direkt mega Anlauf nehmen. Springe rüber. Und den ersten Teil von Skrabania haben wir erledigt. So, können wir gleich direkt wieder drauf klettern und dann geht die nächste Sprungpassage schon los. Einmal draufklettern, springen wir wieder hier drüber, dann sind wir hier angekommen, klettern von dem Elum ab, Fahrstuhl, einmal nach unten, grüß dich, so. Gut. So, der Kollege gibt uns wieder eine Druckwelle, die wir hier brauchen für die Minen. Einmal kurz aktiviert, wir hocken uns kurz hin, nehmen die zur Sicherheit nochmal auf, weil ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir die nochmal brauchen, aber ich glaube schon. Damit fahren wir hier runter. Einmal aktivieren. Dann kriegen wir hier oben auf dem Terminal das nächste Passwort, was wir gleich brauchen. Alles klar. Ich gehe mal nochmal vor der Wand, sei doch mal dumm. Fahren wieder ein Stück runter. Hier brauchen wir jetzt das Passwort. Grüß dich. Ab zum nächsten Fahrstuhl. Und einmal nach oben. Können wir, glaube ich, hups, wieder auf das Elum draufsteigen, Anlauf nehmen und weiter geht's. Nein, doch nicht. So, einmal, zweimal, gleich weiterspringen, stoppen, drüber springen, fertig. Immer wieder eine schnelle Sprungpassage, ist eigentlich auch relativ simpel, die endet auch hier schon. Stopp, zurück. Steigen einmal vom Elum ab und hoch. So, jetzt können wir hier ein bisschen Zeit sparen. Das Elum lässt sich jetzt von dem Honig ablenken. Und um eigentlich den von dem Honig abzulenken, also wieder zurückzuholen, müssen wir eigentlich uns ein paar Bienen besorgen. Dazu brauchen wir ein Passwort. Das können wir uns getrost sparen. Denn einmal Selbstmord, wenn wir jetzt wieder respawnen, genau, haben wir das Elum schon. Und deswegen sparen wir uns das hier hochzufahren, dann hier runter oder hier runter. Das müsste erst den ganzen Weg hier runterfahren. Müsste dann durch eine absolut beschissene Passage hier durchspringen, die relativ schwer ist, um das Passwort zu holen, und dann zurückzugehen und dann die Bienen zu holen, und die Bienen lenken dann das Elum wieder davon ab, an dem Honig rumzukauen. Und so ist es einfach eine Zeitersparnis von vielen Minuten, definitiv. Das ist jetzt hier die Stelle, wo wir das Passwort kriegen würden. Und das können wir uns jetzt einfach sparen. Wie gesagt, das haut ein paar Minuten raus, wenn man, vor allem wenn man einen Speedrun machen will, einfach sterben lassen und gut ist.
So. Und jetzt wird es etwas ungemütlich. Das ist eigentlich einer der schwierigsten Teile überhaupt hier. Meine Fresse, das ist echt eine wirklich behinderte Passage. Ich habe jetzt bestimmt 10, 12, 13 Versuche gebraucht. Das ist, also die Stelle ist wirklich einer der beschissensten, gerade in schwer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es im Normal- oder im leichten Modus ein bisschen leichter ist. So, ja, jetzt sind wir hier angekommen. Wir holen uns jetzt hier ein paar Steine, denn wir brauchen wieder ein Passwort. Springen wieder auf den zweiten Fahrstuhl. Fahren hier runter. Schmeißen. Na. Zu niedrig. Die Steine darüber, oder einen Stein in die Minen. Und da drüben bekommen wir unser Passwort. Achso, wir nehmen gleich noch ein paar Steine mit, sicher ist sicher. Fahren runter, holen uns das Passwort. Und dann können wir uns die nächste Druckwelle holen, damit wir uns das Elum wiederholen können. Alles klar. So, da haben wir unsere Druckwelle. Wir fahren wieder komplett runter. Und hier ist es echt wichtig, dass man weit genug gleich an diesem Felsen vorläuft. Denn wenn wir die Druckwelle gleich aktivieren und sind nicht zu weit vorne, dann bleibt eine der Minen ganz. Und das ist dumm. Na komm. Genau diese ist die Frage. Wir speichern mal. Ich habe nämlich keinen Bock drauf zu gehen. Und wir gehen nicht drauf, alles klar. So, jetzt können wir Chanten uns im Hintergrund um die Slicks kümmern. Weil ich hatte nämlich gerade schon einen Versuch und da war ich zu weit weg. Und die eine Mine hier neben dem Elum war noch da. Und das ist ein bisschen dumm gewesen. Da haben wir unser Helum. Unser Elum wieder, Sprachfasching. Können auf dem Fahrstuhl. Na, greif nach dem Fahrstuhl, fahren hoch. Hey there, follow me. Na, kommst du mal? Das Tier ist leicht bedrohen. Wir können auf jeden Fall wieder. Na. Follow me. Jetzt hat er es begriffen. So, jetzt kommt wieder eine längere Sprungpassage. Hier erstmal eine kurze. Und jetzt kommt eine richtig lange Sprungpassage. Das ist, glaube ich, mit die längste, die es hier im Spiel gibt. Hier kann man sich echt sehr, sehr häufig vermachen. Feuerfrei. Hier muss man schon springen. Sonst wacht, wie gesagt, das Slick schon auf. Das ist kurios, ey. Kurios. So, hier... So, nach dem Zwischenspeicher geht's direkt weiter. Ich muss den Zwischenspeicher tatsächlich nutzen. Weil dieser Slick hier, der wacht teilweise zu früh auf und rotzt dich weg und du denkst eigentlich nicht, dass du was dafür kannst. Deswegen speichert hier zwischen an längeren Laufpassagen, wo nichts passiert. Dann ladet ihr und müsst direkt weiterlaufen. Also wie gesagt, bei der Sprungpassage, es lohnt sich da öfter mal einen Zwischenspeicher zu machen. Das ist hier in dieser Passage nicht anders. Die ist teilweise auch ziemlich, ziemlich schwierig. Deswegen nutzt an jeder Stelle, wo ihr denkt, dass ihr das machen könnt, Zwischenspeicher. Könnte man auf der PS1-Variante übrigens nicht. Okay, wir machen weiter. Wir aktivieren hier den Hebel, dann folgt uns die Mine. Schnell hochklettern. Das heißt, da folgt uns die Mine, dann beginnt der Kreislauf und wir müssen jetzt ja echt ein vernünftiges Timing haben. Ich mache gleich mal einen Zwischenspeicher, den braucht man einfach öfter. Renn schneller, komm, und da haben wir den Checkpoint. Steigen ab und klettern wir erstmal hier hoch. Echt tricky, so, hier den Slick direkt mal schnappen. Da kannst du nach rufen, nach Hilfe rufen, wie du willst. Mit dem Slick fahren wir hier runter. Wir können eigentlich hier runterspringen, oder? Trotz den Kollegen hier weg. Den gleich mit. Einmal Selbstmord mit Mine. Können hier wieder runter. Holen unser Elo. Und können hier rüberspringen. Zack.
Nehmen wir gleich noch einen Steller. Holen uns den Checkpoint. Wir gehen hier ein bisschen zur Seite, denn wir müssen hier. Na. Einen Kollegen müssen wir chanten. Kurioserweise funktioniert das. Jetzt. Jetzt hat er. Okay. Die rotzen wir beide weg. Laufen hier lang und ganz wichtig, diese Mine. Die muss mit drauf gehen. Alles klar, die haben wir. Jetzt können wir auf unser Elim steigen. Machen nochmal einen Zwischenspeicher sicherheitshalber. Und springen hier drüber. Alles klar. Grüß dich. Hello. Springen hier drüber. Zack. Und hier verabschieden wir uns, glaube ich, schon von unserem Elon. Habe ich recht? Genau. Ein Safe. Wir springen wieder rein. Aktivieren sofort das Chanten. Ansonsten gehen wir nämlich sofort drauf durch diese dämliche Mine. Okay, you can go. Ist klar, einmal hier in diese Röhre. Okay, you can go. So, die nächste Schallwelle erwartet uns. Wir gehen hier ganz runter. Hauen die raus, in der Hoffnung, dass dann dadurch alle Minen kaputt gehen. Gehen sie auch. Springen hier hinten lang, holen uns noch den Checkpoint. Springen hier rein. Und jetzt einfach nur einen Arsch schnell rennen, ansonsten verfolgen uns eine Menge Slugs. Noch hört's im Hintergrund. Und damit haben wir eigentlich Scrabania schon geschafft. I looked about the temple where the scraps should still nest. Jetzt sind wir am Ende von Scrabania angelangt, im Tempel angekommen. Danke ich mich fürs Einschalten, hoffe auf viele, viele Daumen. Aber würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und wir sehen uns im 6. Teil im Scrabania-Tempel. Danke fürs Einschalten, haut rein, ciao.